Mein Name ist Mario Schmidt. Wir veranstalten ja heute mit dem Södarer Schützenverein die 6. 3D-Bogenjagd am Ornstein. Wir haben 176 Starter, die wir hier auf 33 3D-Ziele verteilt haben und die hier versuchen, ihre Besten zu ermitteln in den verschiedenen Bogenklassen. Das fängt historisch an mit Langbogen, Jagdbogen, Recurve-Bogen und Compound-Bogen. Und wir haben verschiedene Ziele, 3D-Tiernachbildungen über Spatz, Wolf, Hirsch, Ziegen, also die ganze Palette, die wir hier auch teilweise an Wildtieren in unserer Gegend finden. Und die werden in jagdlichen Entfernungen aufgestellt und die Schützen versuchen, die halt entsprechend zu treffen und kriegen darauf Punkte. Und da hoffen wir, dass wir heute Abend hier viele Sieger haben in den einzelnen Bogenklassen und hoffen auf einen guten Verlauf und auf schönes Wetter. So waren den ganzen Tag am Ornstein kleine und große Schützen unterwegs. Die bundesweite Teilnehmerschaft, aber auch welche aus der Region, konnten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich versuchen an der Herausforderung. Zudem wurden die Teilnehmer von den Mitgliedern des Schützenvereins Söder 1819 e.V. bestens versorgt. Die Vorbereitungen dafür liefen schon eine Woche vorher, wie uns der Vereinsvorsitzende Mario Schmidt verriet. Am Abend standen dann die Ergebnisse fest und die Urkunden und Pokale wurden verteilt. Yo! Aus Platzgründen blenden wir hier nur die drei besten der jeweiligen Kategorien ein.